Der aus Biberach stammende Wissenschaftler Michael Schmucker forscht rund um die Nase. Und er wird uns jetzt gleich von seinen Arbeiten erzählen, die er in Berlin und auch in England durchführt. Und ich bin schon sehr gespannt. Michael. Danke. So, mein Thema ist der Geruchssinn im Allgemeinen. Und was mich an diesem Thema ganz besonders fasziniert hat, ist, da gibt es so viele Facetten. Das ist schon zu weit, das wollte ich noch zeigen. Es gibt so viele Facetten im Geruchssinn. Also es ist unser chemischer Sinn, es geht um Chemie. Wir haben diese turbulente Weiterleitung der Düfte durch die Luft, das ist Physik. Und dann geht es natürlich darum, wenn wir das Ganze elektronisch erfassen wollen, dann geht es um Elektronik und Datenverarbeitung. Ich finde es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich hoffe, dass ich Sie jetzt auch dafür begeistern kann. Erstmal der Geruchssinn, es ist unser chemischer Sinn. Und wir benutzen ihn eigentlich jeden Tag. Es ist vielen nicht so bewusst, also Sehsinn weiß jeder, ist ganz wichtig, Hörsinn ist für die Kommunikation ganz wichtig, aber unser Geruchssinn erfüllt eigentlich ziemlich viele Zwecke. Also zum einen zum Beispiel, wenn es uns auffällt, ist bei zum Beispiel bei schlechtem Essen, verdorbenes Essen, riecht schlecht, da nehmen wir wahr, dass wir tatsächlich einen Geruchssinn haben. Da kommen wir drauf, da existiert was, das uns warnt. Also der Geruchssinn hat eine Schutzfunktion, der uns vor chemischer Gefahr schützt. Für Tiere ist natürlich wichtig, Räuber zu entdecken. Es gibt aber auch andere Beispiele im Tierreich, wie zum Beispiel Motten. Motten fliegen zum Teil in der Nacht kilometerweit nur aufgrund von Geruchssinn finden die ihre Paarungspartner. Ja, das Weibchen sitzt irgendwo auf einer Pflanze und lässt eine Pheromonwolke los und die männliche Motte, die findet die über kilometerweite Distanzen. Ganz faszinierend. Dann ist natürlich auch ökonomisch ein wichtiger Markt. Parfüm, Duftstoffe allgemein, wird sehr viel Geld für ausgegeben. Andere Genussmittel, Kaffee zum Beispiel. Für mich hat Kaffee einen ganz besonderen Effekt. Also wenn ich nur Kaffee rieche, werde ich schon wach. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir wirkt das ganz besonders. Es ist auch bei Haushalts- und Hygienemitteln spielt der Duft eine ganz wichtige Rolle. Und oft werden die Mittel auch dann so quasi vom Geruch designt, dass das Ergebnis, wenn man damit putzt, dann riecht es auch sauber. Ja, man erwartet auch sowas, diesen Sauberkeitsgeruch. Und das ist eben ganz wichtig. Was auch wichtig ist beim Geruchssinn, ist, er spielt für den Geschmack eine ganz wichtige Rolle. Und da habe ich mal was vorbereitet für Sie. Wenn Sie mal unter Ihren Sitz greifen, finden Sie so ein Tütchen Jelly Beans. Wenn es schon weg ist, wenn es sich schon jemand geklaut hat, dann fragen Sie Ihren Nachbarn, ob der Ihnen eins geben kann. Machen Sie es mal auf. Und dann möchte ich Sie bitten, halten Sie sich mal die Nase zu und nehmen das in den Mund. Und, Entschuldigung, ein bisschen schwierig so zu sprechen, aber was schmecken Sie? Nix. Nee. Machen Sie mal die Nase auf. Schmeckt sogar auf einmal nach was. Also, der Punkt ist, der Geschmackssinn kommt über die Nase auch. Retronasal nennt man das. Also der Geruchssinn ist nicht nur fürs Riechen, sondern auch fürs Schmecken wichtig. Gut. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass der Geruchssinn in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle spielt. Jetzt haben die Menschen schon immer ihre Sinne erweitert. Also der Sehsinn zum Beispiel, über die Jahrhunderte haben wir unseren Sehsinn erweitert, ging los mit der Camera Obscura, im 11. Jahrhundert schon entwickelt. Das ist quasi ein Loch in der Wand, wo das Licht durchscheint und auf der gegenüberliegenden Wand dann ein Bild von der Umgebung entsteht. Wurde von Künstlern genutzt, um Bilder realistisch zu zeichnen. Dann hat es 500 oder 600 Jahre gedauert, bis die Optik soweit war, dass man ein Fernrohr entwickeln konnte, mit dem Galileo Galilei dann unser Sonnensystem beobachtet hat. Dann hat es nochmal 200 Jahre gedauert, bis die erste Fotografie gemacht wurde. 8 Stunden Belichtungszeit hatten wir damals. War natürlich bahnbrechend, wobei die Leute, die sowas gesehen haben, dann sagen mussten, okay, das ist technisch interessant, aber ich meine,
was ist das für ein Bild? Ja, das male ich ja schneller mit dem Bleistift und dann sieht es besser aus. Also war zwar ein Durchbruch, aber es war nicht so offensichtlich, dass es tatsächlich, wie wichtig diese Erfindung war. Dann ging es immer schneller. 1908 gab es den Nobelpreis für Farbfotografie. Kleinbildkamera mit Rollfilm 1927, Farbfernsehen 1967, digitaler Bildsensor 1970. Es kam dann so langsam Fahrt rein. 1990 hat man das Hubble-Teleskop mit diesen digitalen Bildsensoren in den Weltraum geschossen und man macht immer noch bahnbrechende Entdeckungen damit. Im Jahr 2000, so ab 2000 circa, ging es dann los, dass man sich, wenn man ein Fotoapparat gekauft hat, hat man sich eine Digitalkamera gekauft und keine analoge mehr. Und dann 2007 kam das iPhone raus und seither hat eigentlich jeder, der ein Smartphone hat, eine ziemlich gute Kamera in der Tasche, mit der man vorzügliche Bilder machen kann. Und es wird natürlich auch genutzt von den Leuten. Und es gibt jetzt die Tatsache, dass jeder so eine gute Kamera in der Tasche hat und auch sofort verbunden ist mit der ganzen Welt damit, hat dann zu Erfindungen geführt, also YouTube und Instagram, dass wirklich diese Bilder überall verfügbar sind und überall geteilt werden. Ja, das war nicht voraussehbar, als man die Kleinbildkamera erfunden hat oder als Galileo Galilei die Sterne angeguckt hat. Da hat keiner dran gedacht, dass man so weit kommt. Aber heute ist es wirklich, wird es jeden Tag genutzt. Was ich damit sagen will, oft dauert es sehr lange, bis eine Technologie wirklich so weit ist, dass sie jeden Aspekt des Lebens durchdringt, aber dann geht es ganz schnell. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wo sind wir beim Geruchssinn? Und es ist so, Sie können heutzutage schon elektronische Nasen kaufen, Gassensoren, aber wir können noch nicht so mit dem Geruchssinn von Tieren oder von Menschen konkurrieren technologisch. Sie können eine elektronische Nase bauen, die genauer ist als der menschliche Geruchssinn. Oder Sie können eine bauen, die schneller ist als der Geruchssinn, aber eine, die alles genauso gut kann, also so robust ist und widerstandsfähig wie die menschliche Nase, das geht eben noch nicht. Und das wäre eben sehr nützlich. Was Sie aber machen können, ist, Sie können sich selber eine elektronische Nase bauen. Ich habe mir eine gebaut in meinem Labor quasi in Brighton. Es ist nicht besonders schwierig, es ist ein kleines Ding. Die Teile kosten vielleicht 150 Euro, wenn Sie sie sich im Internet bestellen. Also ist durchaus machbar. Und wenn man weiß, wie rum man einen Lötkolben halten muss und ein bisschen Interesse dafür hat, dann kann man die sich selber bauen. Also es ist nicht schwierig, es ist kein Hexenwerk. Aber wir sind trotzdem auf dem Stand von ungefähr vor 100 Jahren. Ja? Mit dem Unterschied, dass die Technologie heute für jeden verfügbar ist. Ja? Also man kann direkt damit loslegen. Es gibt auch schon Anwendungen, kommerzielle Anwendungen von E-Nasen, sogar schon ziemlich lange. Also Kanarienvögel hat man ja früher mit in die Grube genommen bei Bergleuten. Die haben die mitgenommen, um eben giftige Gase frühzeitig zu entdecken. Ja, war quasi auch eine Erweiterung der eigenen Nase, wenn man die Gase eben nicht gerochen hat, CO2 und Methan. Und wenn der Vogel umgekippt ist, dann musste man, da ist was faul, jetzt mal besser raus oder lüften. Und heutzutage nimmt man, oder seit 86 bereits, hat man in Großbritannien 86 die Kanarienvögel ersetzt durch elektronische Detektoren, die natürlich den Vorteil haben, sie sind viel leichter handzuhaben. Ja, so ein Vogel müssen Sie füttern und wenn Sie ihn nicht füttern, dann fällt er um und löst einen Fehlalarm aus. Also nur weil einer nicht den Vogel gefüttert, ist natürlich auch nicht ideal. Ja, das ist natürlich der Vorteil von elektronischen Detektoren, liegt da auf der Hand. Heutzutage ist auch so, wenn Sie also für Bagger auf Müll halten zum Beispiel, ist es vorgeschrieben, die müssen einen Gasdetektor am Bagger mitführen und die Dinger, die da an dem Bagger sind, die sind auch ziemlich teuer. Weil wenn man beim Baggern auf so ein Methandepot stößt, dann das ist explosiv, das ist auch giftig, ja, dann muss man Gegenmaßnahmen ergreifen, das war ziemlich schnell. Also das ist Vorschrift. Ich habe auch bei der Recherche für den Vortrag gesehen, es gibt Graffiti-Detektoren, die Sie quasi einsetzen können zur Überwachung, ja, dass nicht nur, also nicht nur Video überwacht wird, sondern auch chemisch überwacht wird, was da passiert. Ja. Kann man sich jetzt drüber streiten, wie wichtig es ist. Aber auf jeden Fall, es gibt Anwendungen schon. Und es gibt auch Anwendungen, die quasi möglich sind, aber noch nicht auf dem Markt. Zum Teil auch sehr interessant. Also um den Bogen zur Ernte zu schlagen. Im Agrarbereich wäre es zum Beispiel möglich, die Fruchtreife auf dem Feld zu überwachen. Wir haben es auch vorher in dem Video gesehen, was machbar ist mit chemischen Sensoren. Erntezeitpunkt könnte man eventuell feststellen, Schädlingsbefall durch Chemikalien, die freigesetzt werden durch Schädlinge, Qualitätskontrolle von Nahrungsmitteln, dass man quasi die,
den Überreifeprozess von Nahrungsmitteln überwacht. Aber was sehr großes Potenzial hat und auch wirklich ganz kurz vor dem Durchbruch steht, ist im Medizinbereich die Krankheitsdiagnose mit elektronischen Nasen. Also letzten Monat gab es zwei Pressemeldungen, eine aus den USA von Uni Washington und die andere aus Australien vom CSIRO, so ein Forschungsinstitut, die eben auch viel mit chemischer Ökologie machen. Die haben einen Atemtest für Malaria entwickelt. Ja, also bis jetzt ist es so, man muss Malaria testen, soweit ich weiß, mit Blutproben. Das ist natürlich schwierig, sie müssen dieses Blut abnehmen, sie müssen das Blut wohin schicken, im Labor muss es untersucht werden, dann dauert es ein bisschen, dann kommt das Ergebnis zurück. Ja. Es gibt jetzt einen Atemtest, wie so ein Alkoholtest, nur halt für Malaria, wo sie quasi im Feld, auch in Gebieten mit schlechter Infrastruktur, relativ schnell feststellen oder quasi sofort feststellen können, ob eine Malaria-Infektion vorliegt. Und damit kann man eben dann gezielt die Medikamente auch verabreichen. Das heißt, die müssen nicht mehr prophylaktisch die Medikamente geben, sondern können direkt vor Ort entscheiden, ob eine Malaria-Infektion vorliegt oder nicht. Riesenvorteil und ist jetzt, wird gerade erprobt, die Feldversuche werden im Herbst anlaufen und dann wissen wir recht schnell, ob das auch wirklich eine kommerzielle oder ob das wirklich eine Zukunft hat, dass es sich durchsetzt. Es ist nicht nur Malaria, es gibt auch andere Krankheiten, Lungenkrebs wurde getestet, es gibt Studien zu ziemlich vielen Krankheiten, wo eben solche Atemtests oder chemische Tests quasi Potenzial haben. Ja, dann Zukunftsvision ist die Duftübertragung. Das ist im Moment noch das ungelöste Problem, ja, weil bei der Fotografie haben wir gesehen, so richtig los ging es eigentlich erst, als man diese Bilder teilen konnte, ja, als man tatsächlich was abbilden konnte und jemand anders zeigen und exponentiell hat sich es dann ausgebreitet, als man diese Dinge übers Internet verschicken konnte. Also die Kommunikation mit diesen Stoffen ist ganz wichtig. Und da, so weit sind wir jetzt eben noch nicht. Also was man dafür bräuchte, wäre, dass man automatisch beliebige Düfte synthetisieren kann aus einem begrenzten Vorrat von Grundstoffen, die man irgendwie neben seinem Computer stehen hat oder im Handy vorrätig. Und das ist eben schwierig. Also beim Sehsinn hat man es da ein bisschen einfacher. Wir wissen, wir haben drei verschiedene Farbrezeptoren im Auge, rot, grün und blau. Und wenn man die anspricht, einzeln, dann kann man quasi jede beliebige Farbe erzeugen. Im Geruchssinn ist es so, wir haben ca. 350 verschiedene Rezeptoren in der Nase. Und die Forschung ist noch nicht so weit, dass wir wirklich bei jedem einzelnen Rezeptor verstanden haben, worauf der reagiert und wie wir den ansprechen können. Es gibt sehr viel Forschung dazu, die in die Richtung geht, aber wir sind noch nicht über dem Berg. Ja. Aber es wird kommen in der Zukunft, dass wir auch das verstanden haben. Es wird aber auch trotzdem auch schon sehr viel experimentiert, obwohl wir noch nicht genau da sind, dass wir beliebige Düfte erzeugen können. Man experimentiert schon sehr viel damit, wie man solche Gerüche, solche Duftgaben einsetzen kann. Zum Beispiel Geruchsspur für Filme wurde schon oft gemacht. Da gibt es auch andere Probleme, die nicht nur mit dem Geruch abhängen. Also sie sitzen quasi im Kino und dann wird für eine bestimmte Szene oder für eine bestimmte Figur immer der gleiche Geruch verwendet, um dieses Erlebnis quasi noch auf alle Sinne auszudehnen. Und das Problem ist halt, dass man diese Gerüche auch wieder wegkriegen muss. Ja? Also sie pusten quasi den Duft in den Raum rein und dann bleibt er da und die Szene geht schon wieder weiter und er ist noch nicht weg. Und so, das sind so die technischen Probleme, die da gelöst werden müssen. Was es auch gibt, ist Olli, the Smelly Robot, sieht man jetzt leider nicht besonders gut im Ding, aber das ist so ein kleines weißes Kästchen, können Sie im Internet sich runterladen, die Datei für einen 3D-Drucker, wenn Sie sich drucken, ist eine kleine Schublade drin, wo Sie einen Duft reinsetzen können, einen Duft, der Ihnen gefällt und man baut noch einen kleinen Ventilator rein und den kann man im Internet anschließen quasi und jedes Mal bei einem bestimmten Ereignis, zum Beispiel, wenn Sie einen Retweet bekommen oder eine E-Mail, dann lässt er ein kleines Duftwölkchen frei. Ja? Werden Sie dann so quasi daran erinnert, dass da jetzt was passiert ist. Ja? Sie können auch Ihren Kollegen ärgern und ihm einen fiesen Duft. Aber ja, also das ist eine nette Spielerei natürlich. Ja? Es gibt auch Geruchswecker, habe ich gesehen, wird auch verkauft. Da können Sie dann vom Hersteller verschiedene Kartuschen kaufen, zum Beispiel Croissant oder Kaffee oder frisch gemähte Wiese, machen Sie einen Wecker rein und dann werden Sie morgens mit dem Duft von einem Blumenstrauß geweckt oder so. Also ist bestimmt, ich habe es nicht ausprobiert, aber es wäre bestimmt mal interessant, das zu haben. Gut, das sind quasi
dass der Stand, wie wir jetzt im Moment sind. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse für Ihren eigenen Geruchssinn wieder wecken konnte oder wecken konnte im allgemeinen Sinn. Und ich möchte Sie einladen, Ihren Geruchssinn auch mehr zu kultivieren. Also ich habe ja schon versucht, Ihnen zu zeigen mit den Jelly Beans, wie wichtig der Geruch für den Geschmackssinn ist. Sie können es nachher beim Dinner, also beim Fest oder auch abends zu Hause einfach mal ausprobieren mit einem Fläschchen Wein. Probieren Sie mal, das Geruchsempfinden wirklich auseinanderzunehmen und trainieren Sie den Geruchssinn, weil er ist für den Genuss einfach sehr, sehr essentiell. Gut, das ist eigentlich das, was ich Ihnen sagen wollte.